Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir sind immer noch in Schladming und herzlich willkommen hiermit zu einem neuen Video. Wir haben, glaube ich, heute eine richtige Schnapsidee, aber die Michi hat heute Geburtstag und deswegen darf sie sich heute wünschen, was sie will. Deswegen fahren wir nicht hier in den klassischen Bikepark Schladming an der Planei, sondern zur Reiteralm. Und ich habe ja so das Gefühl, dass das völliger Quatsch ist, da mit dem Downhill-Bike hinzufahren. Ich habe mal kurz geschaut, ob man sich noch irgendwo ein Enduro leihen kann oder so, aber das ist alles ausgebucht und außerdem ultra, ultra teuer. Also die Preise für ein Enduro zu leihen liegen so bei 99 Euro für Erwachsene. Finde ich schon eine heftige Nummer für einen Tag. Das heißt, wir machen es gleich auf dem Weg, radeln auch dahin. Das heißt, wieder die Tourentauglichkeit vom Norco werden unter Beweis gestellt. Bin mal gespannt, wie sich der Dämpfer heute anhört. Der hat sich gestern nicht so gut angehört. Hatte ich so das Gefühl, der müsste bald mal in Service. Aber naja, wir werden auf jeden Fall gleich starten. Ich mache mich jetzt fertig und dann checken wir das Ganze ab. Wir haben uns auch entschieden, morgen ist hier Abreise angesagt. Und dann packen wir nur alles und fahren noch auf jeden Fall so den, ja, morgens bis mittags oder so und dann starten wir erst nach Saalbach, denn Tom vom Bike and Ride, Outdoor Otter und noch ein paar andere sind morgen am Start und ja, dann radeln wir mit denen zusammen noch eine Runde. Die treffen wir dann auch so circa ab Mittwoch wieder in Saalbach, aber erstmal sind die mit uns hier. Ein Tag leider nur. Wäre cooler gewesen, hätte das irgendwie alles ein bisschen besser zusammengepasst, aber naja, so ist das halt manchmal. Wir machen uns jetzt ready. Und dann starten wir die abenteuerliche Reise zur Reiteralm. Und nächster Wege. So Leute, wir sind auf dem Weg. Tourentauglichkeit vom Norco extrem verbessert, auch durch die neue Gabel. Läuft einfach sehr, sehr schnell. Eben sind wir an so einem Schild vorbeigekommen, wo man sehen kann, wie schnell man fährt. Und da hatten wir 11 bis 12 km/h drauf. Also das finde ich schon in der Geraden, in der Ebene mit einem Downhiller extrem schnell. Wobei wir die ganze Zeit eine kleine konstante Steigung haben. Optimale Trittposition für die Knie ist auch am Start. Und ich denke, für diese Reiteralm ist ein Downhiller viel zu viel. Das wird so sein wie gestern auf der Flowline in Schladming, denke ich. Ja, ich werde mich ordentlich abrackern heute. Ich hoffe, wir finden hin. Ich glaube, so 5 Kilometer haben wir noch. Und ja, melden wir uns, wenn wir gleich am Lift sind. So Leute, wir haben es geschafft. Allerdings sind wir wieder zurückgefahren und haben das Auto genommen, weil ohne E-Bike und selbst nur mit einem Trailbike wäre der Uphill hier eine Katastrophe gewesen. Ja, wir sind jetzt am Lift. Wie heißt der? Irgendwas mit... Moment, der kommt der Name. Preunig Jet. Preunig Jet. Auf dem müsst ihr irgendwie, da müsst ihr irgendwie hin. Die Räder hängen hier so richtig gruselig außen dran. Ja, feier ich nicht so. Das ist in Leogang auch ja so, dass immer ein Bike so hängt draußen oder zwei. Ja, ich bin davon überzeugt, eigentlich alle sehen hier so nach so Enduro-Boys und Girls aus, dass es ein bisschen Enduro-lastig wird heute und ich mir ordentlich einen abrackern werde. Ja, schauen wir mal. Haben jetzt noch ein 4-Stunden-Ticket geholt und haben jetzt sozusagen bis Liftende hier und jetzt hier unsere paar Laps. Es hat übrigens angefangen zu regnen mal wieder zwischendurch. Das Wetter kann man sich null drauf verlassen. Das sind nur Junior Trails.
Ja, da müssen wir ja nicht drauf. Also hier geht auf jeden Fall ein Trail rein. Okay, Eiskart-Trail. Ach du Scheiße. Sieht auf jeden Fall sehr nach Kuh-Action aus. Hui, ah. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Die laufen da jetzt lang. Ja, voll viele. Die hier sind gute. Die haben halt auch Hörner, ne? Oh, sie kommen. Wir warten einfach, bis sie irgendwie weg sind. Ja. Ja, die müssen jetzt Offroad gehen halt. Da lang. Alle gehen da lang. Geh den Freunden hinterher. Ja. Oh, die haben jetzt hier den ganzen Trail verwüstet. Guck dir das an. Jetzt habe ich auch noch. Von wo kommen die denn da? Von da oben. Unglaublich. Herzlich willkommen in Sölden. Das heißt, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hinter jeder Ecke könnte eine Kuh sein. Ein kurzes Fazit schon mal vorweg. Das, was im Bikepark Schladming so ein bisschen fehlt, sind so die Abstufungen von einem blauen Trail, der sehr leicht ist für die ganze Family, zu hin dann roten Trails, die dann nicht sofort super krass sind. Ich hatte so das Gefühl, dass er im Bikepark Schladming das nicht ganz der Fall ist. So, die blaue Line ist sehr, sehr entspannt und dann, wenn man auf Rot startet, wird es direkt super knackig. Hier hat man allerdings wirklich Trails für die ganze Familie. Man kann ganz entspannt runterrollen und kann das in jedem Level meistern und hat dort mehrere Lines, die man fahren kann. Das finde ich persönlich eine super Sache. Außerdem entsteht hier gerade noch einiges mehr. Als wir hier waren, waren viele Trails noch gesperrt und noch in der Bauphase, beziehungsweise manchmal konnte man auch nicht richtig erkennen, ob ein Trail gesperrt ist. Und dann lässt man es natürlich lieber sein und fährt dort nicht. Allerdings, wenn ihr dieses Video schaut, dürfte zumindest die Jumpline schon ganz eröffnet sein, weil später, als wir noch in Saalbach waren, haben wir mitbekommen, dass die Trails schon offen waren. Das ist auch kurz einfach zu groß für hier. Oh, ein Step-Up, krass. Hier noch ein paar Push-Wellen. Noch mal ein Step-Up. Bisschen strange gebaut hier. Ah, da ist die Jumpline irgendwie. Keine Ahnung, ob wir da noch rüberfahren. Aber das sieht so aus wie Jumpline. Das erinnert mich echt extremst an Sölden hier. Wissen, was hier kommt, ne? Und einfach das Norco ist echt too much für hier. Hier ist noch ein anderer Trail, dieser
Buckelwald Trail, jetzt gesperrt ist. Wo geht es dann weiter? Da. Ja, lass schnell fahren, bevor die Kühe kommen. Ich weiß nicht genau, ob es daran gelegen hat, dass hier noch nicht alles fertig gebaut ist. Allerdings hatten wir so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, uns hier zu orientieren. Ich hatte dann auch eine Trailmap mitgenommen. Die haben wir uns allerdings erst in der Pause angeschaut, was wir vielleicht vorher hätten tun sollen. Nichtsdestotrotz haben wir es, Spoiler-Alarm, am Ende runter zum Lift geschafft und haben uns dann später auch noch die roten und den schwarzen Enduro-Trail vorgenommen. Ah, krass. Hier wird ja richtig krass gebaut. Also hier wird auf jeden Fall noch einiges gebaut. Ich denke, ich weiß nicht, ob das da offen oder gesperrt ist, aber das ist eh nichts, um das jetzt mit der Michi zu fahren. Aber hier scheint anscheinend noch ein bisschen was zu kommen auf der Reiteralm. Da vorne geht der Elsker Trail weiter, da starten wir rein. Die neue Jumpline sah von außen schon mal mega aus. Und jetzt hier auf dem blauen Trail könnt ihr sie auch noch ein bisschen von außen bewundern. Ich war mir allerdings nicht ganz sicher, ob die Line jetzt wirklich offen ist oder nicht, weil da noch die ganzen Schilder standen und es so aussah, als hätten die es nur irgendwie geöffnet, um für ein paar Locals zum Probefahren das Ganze anzutesten. Und da ich mir nicht sicher war, habe ich mir dann auch das Ganze verkniffen und habe die Finger davon gelassen. Ich denke, das ist auch richtig so gewesen. Ah, fett, ey. Uiuiui. Hier wünscht man sich echt so ein Enduro-Bike gerade. So ein Trail-Bike. Auf jeden Fall anderes Feeling hier als in Schladming. In Schladming ist halt echt die ganze Zeit Ballern angesagt. Und hier ist halt so ein bisschen entspannt. Sehr eng alles hier, ne? Das ist echt. Ah, nett für Camperkurven fahren, ne? Aber echt fürs DH. Völliger Quatsch hier. Aber ein bisschen üben kann man ja trotzdem hier, ne? Ist auf jeden Fall sehr entspannt. Hier laufen auch irgendwie zwei Trails zusammen. Weiter blau oder rot? Nee, ich will blau jetzt fahren. Okay. Ja. Frischer Shake. So wenig Speed. Das ist ja ein bisschen flowig. Kann man springen. Muss man aber nicht. Bisschen pushen, damit die DH bisschen auf Speed kommt hier. So, hier einmal abziehen in die Senke rein, auf eine Kurve rüber. Hier auch einen kleinen Jump. Ja, nicht den Jump. Oh, hier wird noch schneller. Sehr schön. Pushen, einmal hinsetzen, Pause. Und hier ist mal wieder Trailabschnitt Ende, leichter Regenfall hier heute. Oh, richtig kürzer ab.
Der endlose Elsker Trail. Abschnitt 53. Opa. Sehr schmal. Erinnert an Schneewittchen und Fairy Trail in Winterberg. Wow. Skip. Das ist halt echt schon der Abgrund böse nah, ne? Transferwege fährt und dazu habe ich einfach Angst, dass wir am Ende nicht wieder an unserem Lift auskommen, wenn ich ehrlich bin. Auf geht's, Überraschungstrail! Man weiß nicht, welchen Namen er trägt. Der Rutschig. Dann glaube ich wieder ein paar Schilder. Schnepfenwald Trail. Wir sind übrigens den richtigen Trail gefahren. Das war das Ende vom Eiskart Trail. Steht hier. Da kommt dieser Schnepfenwald Trail. Schnepfen. Schnepfenwald. Komm, kleine Schnepfe. Du bist Schnepfe. Das, was in Schladming fehlt, so für die ganze Family, passt auf jeden Fall hier. Ist eigentlich cool. So. Alter, okay. Okay. Krass. Auch hier auf der Reiteralm fand ich es super, dass die Lines sehr, sehr entspannt oben anfangen und später, wenn man dann unten auf blaue Lines wechselt, werden die schon direkt ein bisschen ruppiger. Das passt auch ganz gut, da man ja dann auch ordentlich warm gefahren ist und das Ganze dann auch ein bisschen besser handeln kann. Route 66. Sehr steinig, hier auf jeden Fall. Weil es gerade so nass ist, ist auch gar nicht mal so schön. Oft sieht es in den YouTube-Videos ja so aus, als wären die Trails irgendwie immer nur ewig lang und man würde ewig an einem Stück hinunterfahren. Das ist allerdings nicht ganz so. Und auch hier ist es so, dass man öfter lange Transferstücke hat,
die für meinen Geschmack noch ein Ticken besser ausgeschildert sein könnten in der Zukunft, da wir schon manchmal irgendwie ein bisschen lost waren und Angst hatten, dass wir nicht mehr ganz runterfinden. Einfach Daumen drücken, dass wir an dem Lift rauskommen. Das wird ja ein Wanderweg sein, ne? Hier geht's weiter. Flotter hier alles. Boah, ich kann nicht mehr fahren, ne? Manche Lines. Die ist nicht echt doof am Stellen manchmal. Okay. Kann man auch springen. Kann man sehen. Sehr cool eigentlich. Das ist wieder der alte Trail. Könnte ein Anleger hin. Boah, endlos, ne? Es ist so krass. Man braucht einfach kein Tagesticket kaufen hier eigentlich. Holz. Wenn es so Tickets geben würde für Einzelfahrten, ne? Aber die sind halt schon teuer. Aber ich hoffe, der erste Einblick der Reiteralm hat euch gefallen, denn im nächsten Video geht es dann auf die roten Trails und auch auf den schwarzen Enduro Trail. Wir haben uns das Ganze dann auf der zweiten Abfahrt vorgenommen und sind aber dann nach der ersten Abfahrt, weil wir schon ein bisschen müde waren, erstmal auf einer Alm abgestiegen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.